Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC hier auf der Kernstadt. Zur 500. Folge. Nicht auf der Kernstadt, aber auf dem PC spielen wir jetzt heute wieder die 500. Folge. Ja, beim letzten Mal aufnehmen habe ich das irgendwie so ein bisschen verpeilt, dass wir schon bei 500 sind. Nachdem ich dann letzte Folge aufgenommen hatte, ist mir erstmal aufgefallen, ja, jetzt fast die 500. Folge aufgenommen, dann hätten wir das fast noch vergessen hier, ne? Ja, auf der Kernstadt sind es keine 500 Folgen. Wir haben ja zur Folge 412 angefangen hier auf der Kernstadt. Ja, war schon eben schon auch schon 88 Folgen dann gespielt oder die 88. spielen wir heute. Ja. Machen heute ein bisschen länger, weil es die 500. Folge ist. Wie lange, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir eine Dreiviertelstunde oder so. Mal gucken. Meine Arbeit haben wir ja genug, ne? Denn wir wollten ja unsere neuen Felder entsprechend Bodenproben nehmen. Dass wir da wissen, woran wir sind. Feld 17 und Feld 18 hat man uns ja gekauft. Ne? Ja, mal gucken, was wir da alles heute Schönes schaffen. Ne? Aber als erstes auch nochmal an alle Zuschauer vielen, vielen Dank. Auch für das regelmäßige Reinschalten und natürlich auch für die entsprechende Unterstützung. Ja, und heute ist ja Dienstag sozusagen zur 500. Folge. Heute erscheint ja auch das neue Grimme DLC oder Grimme Pack heißt es ja, glaube ich, richtig. Ne? Ja, das könnt ihr natürlich euch, diejenigen, die spielen möchten, könnt es auch bei mir über meinen Giants Partnerlink bestellen und mich damit ebenfalls unterstützen. Also diejenigen, oder vielleicht die es schon gemacht haben, denen natürlich auch vielen, vielen Dank. Ne? So, dann starten wir ja mal heute los, ja, dass wir wirklich was schaffen, nicht, dass wir hier bloß den ganzen Tag erzählen. Ne? Geht auch der Tag rum. Das ist natürlich ja unser Überladewagenfahrer, den werden wir gleich erstmal hier hinten auf ersten Wegpunkt schicken oder rüberfahren. Ja, mit den Treasuren hier, das weiß ich noch nicht, ob ich das alles so richtig gemacht habe. Denn der Otto Meier hatte mir noch was dazu geschrieben wegen Abstand und da muss ich mal gucken, ob ich das alles so eingestellt kriege. Also beim ersten brauche ich keinen Abstand, ist klar. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den auf 0 drehen muss, weil der zweite Drescher ist den ja verdammt, also eigentlich viel zu nah hingefahren. Der kann ja nie 100 und, glaube ich, wir haben 125 Meter eingestellt oder irgend sowas. So weit kann er ja nie weg gewesen sein. Ne? So naheliegendster Wegpunkt, stellen wir ihn hier einfach wieder ein. Er müsste ja dann überladen, dann muss er natürlich auch aktiv sein. Ne? Ach ne, den kann ich jetzt nicht einstellen, dann düst er ja los. Ne? Muss noch mal kurz warten, bis er ausgeladen hat. Ja, und oben sehen wir schon, es soll regnen. Ich hoffe mal noch nicht so schnell. Ne? Da scheint noch ein bisschen Sonne, also schauen wir mal. Dass wir vielleicht das Feld noch geerntet kriegen. Dann stellen wir ihn hier gleich ein. Und da kann er schon mal ausladen fahren. Ja, eben wo ich Spiel gestartet habe. Wir sind auch schon ungefähr so bei 50 Stunden angekommen. Ne? Oder ein bisschen was über 50 Stunden waren schon, was wir hier gespielt haben. Der Kernstadt. Dafür haben wir eigentlich auch schon relativ gut was geschafft. Ich sage, wir haben schon einen ordentlichen Fuhrpark. Er liefert hier Karotten an die Konservenfabrik. Den können wir da einstellen. Bei den anderen zwei Fahrern müssen wir mal gucken. Er hat hier gerade den Holmer abgetankt. Das werden wir auch gleich gucken, wo es Sinn macht, die Karotten hinzufahren. Denn es könnte sein, dass sich die Preise mittlerweile geändert haben. Ich glaube, wir fahren einmal durch Futterwerk, fahren wir einmal und einmal fahren wir Tante Emma laden. Ja, ist alles noch so, wie es ist. Das können wir so weitermachen, ne? Weil er fährt Futterwerk und der andere fährt doch, glaube ich, Tante Emma laden. Ne? Cosplay brauchen wir nicht. Wir brauchen hier Autodrive und er will natürlich gleich nach rechts abbiegen. Da müssen wir mal ein Stück rückwärts fahren. Eigentlich dachte ich, ich kann mal meine Kamera ein Stück zurück machen. Hängt wieder. Ja, Cosplay habe ich ebenfalls aktualisiert auf die Version 28. Alter, wenn ich das so richtig gelesen habe, hat mir der Otto Meier auch was geschrieben, dass sich da was geändert hat. Ach so, er hat hier noch nicht. Mit 88% düst er natürlich noch nicht los. Ne? Dann müssen wir hier mal weiterschicken. Dass er auch losfährt hier.
kurz vor dem Ausladen. Kippen wir mal ab und stellen ihn ein. Ich hoffe mal, er wartet oder donnert er gleich los. Na gut. Müssen wir kurz warten. Zu ungeduldig, der Helfer. Ja, wir müssen unsere Karottenrouter in Gang kriegen. Meine gut, die fahren ja auch, wie gesagt, bei schlechtem Wetter. Aber theoretisch müssten wir unsere Drescher in Gang kriegen. Ja, er sollte hier zu Feld 17 fahren, dass wir dort ein bisschen Löcher in die Erde bohren können. So, und hier ist der erste. Da vermute ich mal, wollte hier wenden. Ich hoffe mal, er fährt jetzt einfach geradeaus weiter am naheliegendsten Wegpunkt. Dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn er überhaupt losfährt. Doch, das tut er. So, und das hier ist einer unserer Drescher. Aber das möchte ich meinen, das ist doch der rechte. Und somit ist das doch der Drescher 2. Den schickt man noch nicht los. Das ist hier noch ein Karottenabfahrer. Der fährt seinen Tante Emma Laden verkaufen. Genau, und er müsste jetzt sein, genau, eins links. Jetzt weiß ich eben nicht, ob ich auf den auch dann hier auf 0 Meter stellen soll. Aber wenn ich mich da durchklicke, ne, jetzt kann ich scrollen. Mausrad verkehrt rumgedreht, wird es natürlich mehr, ne? Weil wenn ich das richtig gelesen habe, hat mir Otto mal geschrieben, so weniger wie 10 geht ja aber nicht. Das weiß ich dann auch nicht. Bei ihnen müssten wir jetzt hier naheliegendster Wegpunkt ist ja eingestellt. Einfach wieder auf die Spur schicken. Denn ich würde meinen, die haben ja gerade mit einem neuen Stück hier angefangen und machen die Mittelbahn. So, er kann natürlich noch nicht dreschen, weil hier wird ja noch nichts erntereif sein. Ne? Das wird sich ja, denke ich mal, nicht geändert haben. Vorsichtshalber mal gucken beim Wachstum. Ne, ist alles noch hier im grünen Bereich sozusagen. Achso, der andere Drescher muss ja auch los. Und hier sollte ich auf 150 Meter stellen. Falsche Richtung. So, 150. Fahrzeugverband ist aktiv. Er ist jetzt 471 Meter weg. Das kann ich nicht glauben, dass das 471 Meter sind, das bisschen hier. Das kommt mir eben so ein bisschen komisch vor an der ganzen Sache. So, genau, unser Bier-LKW, da stand natürlich auch Bier ist runtergefallen. Gleich wieder aufladen hier. Jetzt weiß ich nicht, ob wir ihn schon mal hier losschicken oder ob wir wirklich noch warten, bis wir mehr Bier hier haben, weil theoretisch bräuchten wir ein paar Paletten am an der Ölmühle. Da könnte man natürlich welche gebrauchen. So, er muss ebenfalls los hier wieder, naheliegendster Wegpunkt. So, und er ist mit seinem Mehl auf dem Weg. Jetzt dachte ich schon, sie wären zusammengefahren und die wollen einfach nur entladen werden. Zum Gasthof. Ja, und danach müssten wir ihn eigentlich zum Hof schicken. Denn das habe ich die letzten 3 Folgen auch total verpeilt. Wir wollten ja noch Getreide in die Brennerei fahren. Wurde ich schon mehrfach darauf hingewiesen. Ja. Habe ich total vergessen, ja. Kein Whisky produziert, ja. Das ist ja fast wie Notstand, ne. So, dann würden erstmal alle wieder fahren, ne? Gibt es eine Ladung Karotten, die verkauft wurde. Und er müsste ja dann auch losfahren. Das sehen wir ja, ob er hier einen Drescher... Ach so. Genau, wir haben ja das Spiel neu gestartet, müssen wir die Drescher neu zuordnen. Und sofort hat er sich einen rausgesucht oben. Und dann sollte ich jetzt im Drescher sehen, welchen er sich... wir dreschen doch hier oben.
welchen er sich gekrallt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe mal den, weil der ist ja voll. Achso, er hat jetzt dann hier den Abfahrer drin stehen, okay, den er sich gerufen hat. So, wenn der Abfahrer nicht bald kommt, dann wird das wieder passieren, dass er ihn hier auf die Pelle rückt. Er wird nicht anhalten, das glaube ich nicht. Andere Richtung ist er. Das sind keine 250 Meter. Also, ja gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Cosplay die Entfernungsmessung hernimmt. Weil es ist ja richtig, er steht unten auf zweiter Treasure vom Verband. Ja, er ist 2 von 2. Theoretisch müsste er auf den hier reagieren, aber das sind ja keine 185 Meter. Also, wenn das 185 Meter sind, dann schaffe ich auch 100 Meter in 3 Sekunden. Ne? Keine Ahnung, was das liegt. Ich weiß es nicht. Wir lassen ihn mal hier kurz draußen, dass er ein bisschen Vorsprung kriegt. So, und gucken wir, ob unser LKW angekommen ist. Oh, ist aber sportlich nah drunter gefahren hier, mein lieber Mann. Theoretisch könnte er ein bisschen mehr Abstand machen, ne? Aber wir lassen das mal so auf den Standardeinstellungen. Ich wollte sagen, was will er jetzt hier am Schlachthof, aber er wird jetzt hier rechts abbiegen wollen. Deshalb ist er so langsam unterwegs, ne? Wir wollen ja zum Gasthof und der muss ja dann auch irgendwo da oben sein, ne? Die Händler, genau, da ist auch der Gasthof. Ja, ganz schön, sie ziehen hier mit den 100.000 hinten dran. So, einer von den Deutschen kann da kein Karottenrotor finden, aber das klärt sich dann schon, denke ich mal. Und dann bin ich doch der Meinung, wir haben uns doch auch in jetzt mal gucken. Ah ne, gut, den kann ich ja direkt. So, uiuiui, da liegt sich ja ganz schön eine Kurve. Also so richtig gefallen mir die Scania-LKWs nicht. Was? Hier ist ein Blitzer. Oh, keine Spraydose mit. Hier fahren wir nicht wieder her, das ist so teuer. Ach, hier waren keine Blitzer auf der Karte. Verkaufen wir einmal unser Mehl hier, damit wir das Geld für die Blitzer reinkriegen hier. So, und dann fährt er natürlich erstmal jetzt zum Hofsilo, sich dort beladen. 161.000 gab es für das Mehl, schon mal nicht schlecht. Meine Kontostand sieht schon wieder gut aus, ne? Verkaufsstellen nicht. Wir wollen zum Hof und dort wollen wir Getreidelager per Ladung. Natürlich die große Frage, geht der Blitzer in beide Richtungen?
Naja, plötzlich bloß in eine Richtung. Ach, 50 waren erlaubt, ja, also das Eingangsschild gewesen, okay. Gut, unseren Drescher müssen wir da losschicken. Das wollten wir doch eigentlich machen. Der sollte doch bloß kurz warten. Sonst holten doch der andere Drescher dann. Da haben wir dann richtig Chaos, ne? So, ich denke mal, er wird sich hoffentlich gleich den Überladewagen krallen. Genau, der fährt auch schon los. Steht auch hier schon drin. Und dann müsste ja in den anderen Drescher keiner drin stehen. Ne, steht auch einer drin. Dann weiß ich es auch nicht. Jetzt dreht er wieder ab da vorne. Was macht denn er? Ja, links sind jede Menge Fahrzeuge stehen, aber die Karottenroder, der eine, der leert sich gerade, das klärt sich. Der andere ist voll, ist klar. Und da muss ein Abfahrer hin. Und irgendeiner ist mit Stroh unterwegs, deshalb ist er rot. Das wird aber nichts, was du jetzt hier vorhast, mein Freund. Das wird irgendwie nichts, ne? Also das läuft ja heute ja nicht so perfekt, möchte ich mal meinen. So, der zweite Karottenroder wird auch leer gemacht. Müsste auch gleich unten die Meldung weggehen, genau. So, dann fahre ich gleich erstmal selber abbunkern. Dann hole ich mir mal noch Sonnenblumen von den zweiten hier. Also sind ja auch 13.500 drin, wie man oben links sieht. Ja, und der eine, der noch blockiert steht jetzt, das ist natürlich hier unser Abfahrer. Ist ja der Lamborghini, der hier drüben steht. Was er sich jetzt hier vom Pfad ausgedacht hatte, das weiß ich natürlich auch nicht. Wir brauchen hier einen vollen Hänger. So, voll ist er. So, unser LKW ist da. Dann läuft auch die Brennerei wieder, wenn wir den da hinschicken. Vorher müssen wir ihn bloß hier nochmal auf Kurs schicken. Gut, wir hätten ihn ja bloß einstellen brauchen, er hätte ja theoretisch auch den ersten Wegpunkt finden müssen. So, gucken wir mal, ob es dann hier besser läuft. Oder das liegt an der neuen Cosplay-Version, ne? Jetzt habe ich natürlich die Plane zugemacht. Ja, er macht es wieder auf, okay. So, das wird funktionieren. Er wird sein Rohr ausklappen. Genau, so, LKW ist angekommen. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Wir haben noch Weizen, 51.000.
Und Gerste haben wir noch 67.000. Jetzt weiß ich gar nicht, geht beides von Whisky? Nee, es geht doch bloß eins, ne? Altbrauerei, Brennerei. Ja. Ja, es wäre zum Glück noch ein Schluck da, ne? Achso, Gerste und Weizen geht beides, okay. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal die Gerste mitnehmen. Bei Hopfen haben wir sowieso keinen mehr, das hatten wir ja schon gesehen. Da geht es sowieso nicht weiter in der Brauerei dann. Malz müssen wir dann auch keins weiter herstellen, weil ich würde das Malz auch nicht verkaufen. Ich glaube, das geht sogar, aber machen würde ich es nicht, weil wenn, dann tun wir es verarbeiten. So, und er fährt dann in die Brennerei. Da können wir gucken, weil Leerpaletten kriegen wir. Da können wir dann auch noch den restlichen Weizen dann auch in die Brennerei schaffen. Weil da können wir dann auch wirklich weiter entsprechend Whisky produzieren. Getreideanlieferung. So, 774.000 haben wir schon auf dem Konto. Ja, was machen wir dann mit dem Geld, ne? Ah, da wird uns schon was einfallen. So, wir brauchen jetzt mal hier unseren... Wo ist denn er? Hier ist er doch. Unseren John Deere. Denn wir müssen mal die Felder bebohren. Und dann werden wir natürlich hier, wenn wir das gemacht haben, entsprechend schon mal gucken bei Seasons. Wir können ja unten, wie gesagt, Wein ansehen. Ja, wir müssen dann bloß gucken, dass wir es am Anfang den Sommer geerntet kriegen. Weil wenn er von seiner Erntereifwachstumsstufe in die nächste Wachstumsstufe wechselt, da verschwindet er vom Feld. Haben wir zwar nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, also nicht das große, bis da unten steht. Ja, eine schlechte ist das natürlich dann noch, wenn wir dann schlechtes Wetter haben. Was ich aktuell nicht weiß, ob die Traubenernter, ob die auch bei schlechtem Wetter fahren. Das weiß ich natürlich nicht. Oder ob die sagen, uns ist nass. Ich weiß, dass es mit den Traubenerntern, ich will jetzt nicht sagen, hier so ein bisschen... Ja, manche Sachen, das funktioniert nicht richtig. Ich habe mir da schon was überlegt, so wie ich das lösen könnte, dass man entsprechend das Ganze automatisieren, dass wir nicht selber die Traubenernte abfahren müssen. Weil ich glaube, die entladen mit nicht mal mit Crossplay oder mit Autodreifer drüben an den Silos. Das müssen wir anders lösen, aber das, ja, das können wir erst ausgestiegen. Das können wir erst dann nächste Saison gucken, ne? Und wenn wir ein Feld machen wir Traubenweiß, das andere machen wir Traubenrot. Ich weiß jetzt gar nicht, was so ein Traubenernter kostet, aber da werden wir dann auch jeweils einen uns anschaffen, vielleicht sogar zwei. Ich, keine Ahnung, ich weiß, ich habe das mal auf einem anderen Spielstand ausprobiert, ist ja auch relativ ertragreich, ne? Müssen wir noch ein bisschen was umbauen hier, dass wir auch entsprechend das überladen können. Aber das machen wir dann schon. Und ich weiß auch nicht, ob wir dann spielen zwar mit Seasons und ob wir dann generell hier Monokultur betreiben, so dass wir dann auch wieder beim nächsten Mal, weil das Feld darunter müssen wir auch scannen, da können wir gleich hier so richtig runterfahren. Müsste ich am besten hier in der Ecke fahren, ne? Dass wir dann auch die nächste Saison auch wieder Wein anbauen. Vielleicht wechseln wir zwischen Rot und Weiß, aber Wein ist doch dann, glaube ich, Wein. Ne? Wie gesagt, düngen werden wir nicht vorher. Wir müssen gucken, ob wir ja Kalk brauchen, aber ich glaube, das war auch nicht der Fall, ne?
Auf dem einen Feld hatte zwar der KI Weißkohl angesät, ja. Den werden wir einfach mit unserer Drecksaat stört er uns ja nicht. Er ist dann weg. Der müsste ja theoretisch auch im Winter verfaulen, möchte ich fast meinen, ne? Nee, wird er nicht. Aufgrund dessen, dass die Früchte ja nicht eingetragen sind in der Geo. Verhält sich ja wie bei Weizen, ne? Könnt ihr mal sogar ansehen. Da hätten wir vielleicht noch ein Stück weiter runter. Gut, hätten, ja, nee, ganz hätten wir es nicht geschafft mit einmal bohren. Da haben wir schon das andere Feld mit gescannt, was es nicht gehört. Haben wir noch mal ein Stück von unserem Feld drüben mitgescannt, aber gut, das ist nicht schlimm. Eigentlich wäre so hier eigentlich auch Scanner, dass man umschalten könnte. Das wäre so die richtig optimale Sache. Können wir mal ein Stück weiter aufs Feld. Wir müssten ja theoretisch noch ein Stück rüber. Und dann hätten wir hier schon alles erwischt, ne? So, dann gucken wir mal hier. 11 intensive Proben haben wir gezogen, 11 Stück. Die schicken wir jetzt ins Labor. Ach, nicht nochmal bohren. So, können wir die eine hinterher schicken? Zusammenklappen wollte ich das Gerät. So, und dann gucken wir mal, was hier am Bodentyp rauskommt. Wie gesagt, hier ist ja schon was angepflanzt. Das werden wir dann entsprechend untergruppern, beziehungsweise mit unserer Sämaschine geht das runter. Bodenbeschaffenheit wollte ich gucken. Also wir müssen nicht düngen und wir müssen auch nicht kalken. Nicht pflügen und nicht kalken. Das passt soweit. So, das Labor ist überlastet. Die brauchen eine Weile. So, da kann er hier zu seinem Parkplatz. So, Bodenproben sind analysiert und wir haben, ja, wir haben Boden. Also Lehm ist ein bisschen, also großer Anteil dabei auf 18. Das hier oben ist schluffiger Ton. Ich meine, da werden wir relativ guten Ertrag kriegen, hoffe ich. Dafür ist das Feld hier unten ein bisschen größer, von daher gleicht sich das eigentlich ganz gut aus. So, dann brauchen wir natürlich ihn hier. Aufgefüllt ist er ja, reparieren tun wir sie mal noch, weil wir sehen ja beide Felder an. Waschen müssen wir nicht. Dann
kann er schon mal hin. Wir machen zuerst Feld 17. Dann nehmen wir einen Abfahrer, nehmen wir einen Treasure. Wenn wir einen Treasure nehmen, weiß nicht, welcher auf der linken Seite ist. So, dann kann er erstmal hinfahren. Und wir gucken mal, was unsere Treasure machen. Ne? Ja, schon bei den Bodenproben nehmen wir mal links geguckt, ob ich was sehe, was nicht gut aussieht. Aber das ist momentan. Geht das? Vielleicht holpert es immer bloß ein bisschen am Anfang. Weiß es nicht. Für die nächsten 47.000 durch Karottenverkauf ist reingekommen, ne? Ne, wir können aber den restlichen Weizen können wir ja gar nicht in die Brennerei schaffen, weil wir brauchen doch was für Schweinefutter. Oder haben wir da schon was hingefahren? So, er ist jetzt mit dem Landstück fertig und fängt mit dem nächsten an, was wir generiert haben. Also, ich finde das so keine schlechte Sache. Habe ich es eigentlich vorher noch nie so genutzt. Aber das macht wahrscheinlich schon Sinn, gerade mit den Überladewagenfahrern. Also die CR oder die Drescher stehen kaum unten drin, dass sie entladen werden müssen. Also das geht relativ gut. Dann fangen die hier als letzte... Ach ne, er muss noch die Bahn runter. Und er ist ja hier der Erste. Er wird jetzt hier das letzte Stück anfangen. Gut, gut. So, hier muss auch einer ran. Keiner da. Das ist natürlich schlecht. Wo sind die alle? Oh nee. Es fängt an zu regnen. Dann haben wir unser Sonnenblumenfeld nicht fertig bekommen. Schade. Ich würde meinen, der Regen kommt etwas zu früh. Aber es ist auch noch nicht 15, na doch, es ist 15:25, ne? So, dann werden hier wieder, wird wieder Whisky produziert, das klappert. So, die Holmer müssten ja weiterfahren, zum Glück. Das ist der einzige Trost. Hat man jetzt unten noch was in der Mühle? Nee, hä? Fährt erstmal hier zurück zum Hof. Also das Stück hätten wir ruhig noch schaffen können, aber ne, ist so wie es ist, ne? Nicht zu ändern. Dann werden wir eins machen. Wir werden erstmal hier die Helfer rausnehmen. Aber er hat doch ganz allglatt hier vorne, ups, nicht durchfahren, hier vorne was stehen lassen, wo er abgebunkert wurde, ne? Ja, hat er einfach stehen lassen. Oder wahrscheinlich, weil es schon geregnet hat, keine Ahnung. Dann stellen wir ihn, wenn es mal wieder trocken ist, hier ein. So, und der andere, falsche Richtung, der hier, den nehmen wir ebenfalls raus, weil dann ist unsere Liste oben nicht so lang mit blockierten Abfahrern. Und ihn hier werden wir auch rausnehmen.
werden wir oben den anderen Drescher leer machen noch und dann schicken wir noch mal das restliche, die restlichen Sonnenblumen hier zum Hof. Eigentlich könnten wir dann Sonnenblumen natürlich schon in die Ölmühle fahren, aber da haben wir natürlich immer noch keine Paletten dort, ne? Was wir auch machen können, ist die Zeit dafür. Weil es regnet ja sowieso. Ob es nun schneller regnet oder langsam regnet, nass ist nass, ne? Hätte mich echt gefreut, wenn wir das ja fertig gekriegt hätten. Aber nichts zu ändern. So, leer ist er. Wenn ich es 15:33 ingehe, wegen Ansehen, ja, der könnte fertig werden. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ist natürlich, wir sollten das Feld schon einen Zug heute noch angesät kriegen. Aber das müssten wir eigentlich packen. Ach, er war gerade unterwegs hier. Unser LKW ist angekommen. Da könnte nämlich der LKW noch mal eine Ladung Sonnenblumen schon wegfahren in die Ölmühle. Hört mal an. Wie so weit weg? Und hier sagt man einfach weiterfahren. Bringt den auch weg zum Hof. Wir werden uns jetzt die Sämaschine schnappen. Da ist sie. Und werden hier mal einen Kurs machen. Und zwar erstmal stellen wir ein, dass wir, was machen wir hin? Ja, machen wir die weißen Trauben hin. Traubenrot, Traubenweiß. Wir fahren auf alle Fälle drei Vorgewände. So, Feld 17. Drei Vorgewände, weil die braucht man ganz einfach, damit er ordentlich wenden kann. Im Uhrzeigersinn. Feld 3 zuerst scharfe Ecken, die 7% lassen wir. Wir tun eine Reihe überspringen. Saatgutrechner deaktiviert. Das ist neu in Cosplay, oder? Warum brauche ich einen Saatgutrechner? Ich will kein Saatgut berechnen. Okay, er fängt dort hinten an. So, beginnt am ersten Wegpunkt. Seen Amazone. Düngerfunktion hat man doch nach wie vor deaktiviert. Wie sieht es denn hier überhaupt? Hätten wir vorher kalken müssen, oder? Müssten wir noch kalken? Eigentlich müssen wir vor der Ansaat kalken, ne? Dann schaffen wir es aber nicht mehr mit Ansehen. Das machen wir hinterher.
Da brauchen wir bloß noch mal einen geeigneten Trecker zum Kalken, ne? Gut, müssen wir mal gucken, was wir noch an Treckern übrig haben. Dass wir... Er kann auf alle Fälle kalken, ne? Aber sonst am Hof steht doch keiner. Ihn brauchen wir aktuell gerade nicht, ne? Hier sind alle mit Schmalspurbereifung unterwegs, aber der müsste doch den Kalkstreuer ziehen. So, hier muss man natürlich erstmal umstellen, Feld 18 Drescher. Feld 17 sehen wir ja gerade an, dann fährt er schon mal zum Feld 18. So, er muss sich natürlich beladen am Hof, am Kalklager mit Kalk. Kann ich schon mal los. Das Ansehen müsste doch eigentlich klappen, genau. Was ich jetzt gar nicht gemacht habe. 34 Minuten will er brauchen, das Ganze mal 5, ne? Also 2,5 Stunden, immer gegen 19 Uhr fertig, wenn Saatgut reicht. Das weiß ich natürlich nicht, man hat ja jetzt, der haut ganz schön Saatgut raus, ne? Wenn wir jetzt hier angesehen haben in der Spur, wie sieht das da jetzt hier aus? Jetzt wäre der Stickstoff wäre okay. Also müsste man nicht düngen. Oder wäre perfekt, weil wahrscheinlich der Wein weniger braucht als wie hier drüben, wo ich keinen drauf gebracht habe, sind jetzt plötzlich 160 Hektar drauf und hier drüben sind es plus 0. Verstehe, wer will. Verbrauchen wir Dünger? Nee. Nee, wir verbrauchen keinen Dünger. Ja, also kalken müssen wir dann noch, aber gucken wir mal. Die werden sie schon lösen hier. So, unser LKW war ja hier angekommen. Mal gucken, wie viel Sonnenblumen jetzt da sind. 233.000, also ertragsmäßig ist das schon mal nicht schlecht. So, ihn schickt man natürlich erstmal hin, die Ölmühle. In der Ölmühle muss ich erstmal gucken, nicht dass, dass dort so die Strecke eingefahren ist, dass er auch einen Verkaufsträger fährt. Das wäre tückisch, weil dann verkaufen nämlich unsere 100.000 Liter Sonnenblumen, anstatt Öl herzustellen. Ne? Aber beim Hinfahren, wenn wir nur einen Fahrkurs drin haben, passiert hier da erstmal nichts. Und war nur Ölmühle. Und eigentlich Sonnenblumen anliefern. Also die Zeit rennt uns ja eigentlich nicht davon. Normalerweise könnte man echt bis nächsten Incam-Tag warten, dann ist das mit der Brauerei durch. Dann verdienen wir halt
die Sonnenblumenöl übernächsten Tag. Ich meine, das können sowieso nicht die Produktion lückenlos betreiben. Das schaffen wir einfach nicht. Das werden wir einfach nicht schaffen. Meine, gut ist schon mal, dass Karotten weiter geerntet werden. Das ist der einzige Trost hier so ein bisschen, wenn wir nicht weiter dreschen können. Wir können mal nach dem Wetter gucken. Ja. Das stand auch nicht da, dass es bis 21 Uhr regnet. Ne? Stand da nicht bloß da 15 Uhr. Dann wird mir ja schon ganz schlecht für morgen, ob wir überhaupt dreschen können. Obwohl nun am Montag auch komplett trocken ist. Was auch nicht der Fall ist. Das Wetter, das ändert sich ja stündlich wahrscheinlich hier. So, er müsste gleich hier am Feld 18 ankommen. Ich denke mal, er wird jetzt hier links abbiegen, oder? Nö. Wo ist denn dann sein Abfahrpunkt? Ach doch, er biegt hier so rum. Okay. Tja, aber den Kurs fürs Kalken, den werden wir dann in der 501. Folge wahrscheinlich berechnen. Ne? Denn 3/4 Stunde ist schon rum. Ist immer Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Gut, dann machen wir hier in der 501. Folge weiter. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den nächsten voll kennen, auch wenn ihr mit reinschaltet. Mal gucken, was wir alles noch so anstellen. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank, bis dahin und tschüss.